Ja, hallo, Gruß in die Runde. Ich bin Lenny Wolf und was ich heute für euch habe, ist ein Stückchen Lyrik. Es heißt In meiner Tasse. Ich habe hier in meiner Tasse 5 winzig kleine Irgendwasse. Die waren wohl vorher drin versunken. Jetzt ist der Kaffee ausgetrunken und von dem Tassenboden auf schaut irgendwas zu mir herauf. Das erste Irgendwas ist wie versteinert in Melancholie. Es sieht ganz glücklich traurig aus. Fast meine ich, es will heraus aus dieser Welt und in sich sein. Vertraut geborgen im Allem. Das zweite Irgendwas ist bunt, ein farbenfrohes Kugelrund, es tanzt zu einer Melodei. Mal springt's in Jux, dann springt's entzwei und fließt zu einem Eins zurück. Da ist wohl irgendwas im Glück. Das dritte Irgendwas jedoch, das steht ganz still. Und rührt sich noch nicht einmal, wenn der Boden wippt. Und wenn der ganze Becher kippt, verharrt es starr und stur und stumm. Verschließt sich ganz dem Drumherum. Das vierte Irgendwas ist schön, nur mit den Augen nicht zu sehen, weil es ein Lied ist, das erklingt. Das eine leise Stimme singt, sie singt und treibt es stets voran. Mein Herzschlag gibt den Rhythmus an. Apropos Herzschlag, eben das ist unser fünftes Irgendwas. Ein Herz voll Sehnsucht, Wut und Pein. Wie sollt ein Herz auch anders sein? Und voller Angst und voller Zwist, weil irgendwas ja immer ist. Ich habe hier in meiner Tasse 5 winzig kleine Irgendwasse. Aus meinem Kaffeesatze quillt ein kleines Lebenswimmelbild. 5 winzig kleine Ungeheuer. All meiner Tage Abenteuer.